In diesem Video lernst du, wie du kostenlose Bilder, Videos, Grafiken und Icons einfach über die Google-Suche oder über spezielle Plattformen finden kannst. Bevor wir uns aber auf die Suche begeben, erkläre ich dir die rechtlichen Rahmenbedingungen, um Abmahnungen zu vermeiden. Diese verursachen nämlich schnell Kosten von bis zu über 1000 Euro und das wollen wir natürlich vermeiden. Mittlerweile gibt es eine eigene Abmahnindustrie. Diese sucht mit automatisierten Bots nach diesen Grafiken und ich kann dir sagen, sie werden sie finden. Also pass auf, welche Bilder du verwendest. Los geht's! Dies ist keine Rechtsberatung. Ich berichte dir nur von meinen Erfahrungen, wie ich als Webdesigner und Online-Marketer Abmahnungen vermeide. Was muss man nun rechtlich beachten? Generell darfst du keine Dateien, die du nicht selbst erstellt hast, verwenden. Außer der Rechteinhaber, also der Fotograf, der Designer oder die jeweilige Bildplattform erlauben es dir. Du musst also die Nutzungsrechte bzw. die Lizenzbedingungen immer beachten. Und mit diesen wird nicht einfach geregelt, ob du es verwenden darfst oder eben nicht, sondern du musst folgende Dinge immer beachten. Darfst du die Dateien nur zur Privatnutzung verwenden oder darfst du sie auch für kommerzielle Zwecke verwenden? Darfst du die Dateien bearbeiten? Wo darfst du die Datei überall verwenden? Darfst du sie auf deiner Website verwenden, auf deinem Social Media Account? Darfst du es vielleicht sogar in TV-Anzeigen verwenden oder in Printmedien? Und du musst beachten, ob du einen Bildnachweis hinzufügen musst, also einen Hinweis, von wo du die Grafik hast, wer sie aufgenommen hat und so weiter. Ich werde dir das jetzt gleich alles in der Praxis zeigen. Eine weit verbreitete Lizenz ist die Creative Commons Zero Lizenz. Bei dieser hast du null Bedingungen. Du kannst mit dem Bild machen, was du willst. Du kannst es verändern, kannst es veröffentlichen, wo du willst und du musst auch keinen Nachweis erbringen. Wenn du dir mit der Lizenzbedingungen nicht ganz sicher bist, dann verwende das Bild einfach nicht und suche nach einer anderen Option. Mit diesen Plattformen findest du die besten Dateien. Beginnen wir mit der Google Bildersuche und suchen ein Foto von einem Strand. Unter Bilder, Suchfilter, Nutzungsrechte kannst du mit dem Filter Creative Commons Lizenzen die erste Filterung vornehmen. Natürlich kannst du hier nicht einfach jedes Bild frei verwenden, wie du möchtest, sondern du begibst dich zur Quelle und liest dir dort die Lizenzbestimmungen durch. Pixabay ist auch schon eine nächste Plattform, die ich dir vorstellen möchte. Verwenden wir auch hier das Beispiel Strand. Hier oben sind die kostenpflichtigen Bilder und unten bei die kostenfreien. Wählen wir eins aus und sehen wir uns die Lizenzbestimmungen an. Pixabay License. Freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nötig. Genau das, was wir suchen. Wer mehr über die Lizenzbestimmungen erfahren möchte, kann einfach hier diesen Link klicken. Die nächste Plattform ist Pexels. Suchen wir auch hier wieder das Beispiel Strand. Und sehen uns bei diesem Bild die Lizenzbestimmungen an. Kostenlose Nutzung. Unter Infos finden wir weitere Bestimmungen. Kostenlose Nutzung, keine Namensnennung erforderlich. Perfekt. Wer weitere Infos will, findet diese hier. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Fragen und Feedback bitte gerne in die Kommentare. Weiter geht's mit Pix hier. Zur Abwechslung wählen wir einen Vorschlag aus und suchen einen Hügel. Die Bestimmungen befinden sich wieder direkt bei den Bildern. Creative Commons Zero, also null Bedingungen. Perfekt. Eine weitere Quelle ist Unsplash. Probieren wir es auch hier mit Hügel. Oben befinden sich wieder Premium-Bilder von iStock, weiter unten die kostenlosen Bilder. Lizenzbestimmungen wie immer direkt beim Bild. Free to use under the Unsplash License. Alle Fotos können frei verwendet werden für kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung und man muss keinen Bildnachweis hinzufügen. Die letzte Bildquelle, die ich dir vorstellen mag, ist commons.wikimedia.org. Hier suchen wir auf Englisch nach Beach und können hier unter License No Restrictions auswählen. Wenn wir uns nun ein Bild ansehen, sehen wir hier Creative Commons Zero, also null Bestimmungen, downloaden, bearbeiten und verwenden, wie du auch immer möchtest. Für kostenlose Videos kann ich dir drei Plattformen empfehlen. Zwei davon kennst du schon, zum Beispiel Pixabay. Im Reiter Videos kannst du nach kostenlosen Videoclips suchen. Es gibt HD-Videos, Videos in 4K und jede Menge verschiedene Aufnahmen in verschiedener Länge. Diese Videos sind wieder frei für kommerzielle Nutzung und es ist kein Nachweis nötig. Auch bei Pexels kannst du einfach nach kostenlosen Videos suchen. Wähle hier unter der Suche Videos.
Suche nach dem gewünschten Motiv. Die Lizenzbestimmungen findest du wieder beim jeweiligen Video. Kostenlose Nutzung, wenn du hier klickst, findest du die genauen Bestimmungen. Die Videos unterliegen derselben Lizenz wie auch die Bilder. Die letzte Videoplattform, die ich dir vorstellen möchte, ist Videvo. Auch hier gibt es viele verschiedene kostenlose Videoaufnahmen. Je nachdem, ob man auf Deutsch oder auf Englisch sucht, bekommt man verschiedene Ergebnisse. Hier findet man die genauen Bestimmungen zur Videvo Attribution License. Videvo Attribution License. Einmal downloaden und überall verwenden. Man kann die Clips bearbeiten, wie man möchte. Man muss einen Bildnachweis hinzufügen zum Outdoor bei der Produktion, also direkt in der Videoaufnahme. Man kann das Video weltweit und auf jeder beliebigen Plattform verwenden. Man darf die Clips nicht weiter verbreiten auf anderen Plattformen oder sie zum Verkauf anbieten. Für kostenlose Icons empfehle ich die Plattform flaticon.com. Suchen wir hier nach einem Icon für Autos. Oben sind wieder gesponserte kostenpflichtige Icons und hier sind die kostenfreien. Wenn man eines auswählt, findet man hier wieder die Lizenzbestimmungen. Man darf es frei, also kostenlos, für persönliche und kommerzielle Zwecke verwenden, muss aber einen Bildnachweis hinzufügen. Und es ist auch angegeben, wie man den Hinweis erstellen muss, beziehungsweise wie er aussehen muss. Für Social Networks, fürs Web, für Printdateien, für Videos oder für Apps und Games. Bei Websites muss man zum Beispiel einen Link hinzufügen. Entweder möglichst nahe an dem Icon, wenn das nicht möglich ist, im Footer der Website oder im Blog oder beim Newsletter, je nachdem, wo es verwendet wird, oder in der Credit Section, also zum Beispiel im Impressum deiner Website. Wenn du die Grafiken selbst erstellen willst oder die gefundenen Dateien bearbeiten möchtest, um sie zum Beispiel für Facebook-Posts oder für Blogbeiträge zu verwenden, dann empfehle ich dir die Website canva.com. Hier kannst du ganz einfach zum Beispiel als Vorlage Facebook-Beitrag auswählen, verschiedenste Vorlagen auswählen und diese ganz einfach bearbeiten. Du kannst auch weitere Elemente hinzufügen, zum Beispiel dieses Viereck. Kannst dieses Viereck hinter den Text legen, rückwärts, so. Kannst die Farbe ändern oder einfach Fotos oder Videos, die du vorher gefunden hast, hinzufügen. Wenn du die Bilder auf einer Website verwendest, dann möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass du unbedingt die Performance optimierst. Dieses Bild habe ich aus dem Internet heruntergeladen und es braucht einen Speicherplatz von 11,3 MB. Ich konnte das um 97% optimieren und die Grafik benötigt nur mehr 344 KB, indem ich die Abmessungen geändert habe und die Qualität auf 75% reduziert habe. Mit dem freien Auge erkennt man diesen Unterschied eigentlich fast nicht. Die Ladezeit deiner Website wird aber um einiges besser sein. Ich habe für diese Optimierung das Tool Paint.net verwendet. Du kannst diese Änderung eigentlich mit jedem Bildbearbeitungsprogramm machen und es gibt auch verschiedene Online-Tools. Wenn du deine Grafik mit einem einfachen Tool online bearbeiten möchtest, dann sieh dir jetzt dieses Video an. Es heißt zwar Logo erstellen, aber ich zeige dir ein Tool, mit dem du deine Grafiken einfach bearbeiten und für deine Website, Instagram und Facebook optimieren kannst. Bis bald. Ciao.